Das wird alle interessieren, die mit Puppen spielen. Steve Jobs gibt es vielleicht bald als Puppe, äußerst realistisch nachgebildet, nur etwas kleiner. Die Firma Apple will das verhindern, denn Apple besitzt immer noch die Persönlichkeitsrechte von Steve Jobs. Vielleicht aber nur die digitalen, das wird noch einen langen Rechtsstreit geben. Für Apple wäre es allerdings besser, die Puppe selbst zu kaufen und zum Chef zu machen. Die hätten auch Verwendung. Als Bundespräsident. Morgen geht's weiter.